So. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen reden. Ein bisschen was von mir runterquatschen, was mir einfach unglaublich auf den Sack geht. So, und es gibt ja wirklich einige Sachen, wo ich mir schon so denke, was macht ihr da für eine Scheiße, was soll das werden, was wird es, wenn es fertig ist, warum denkt ihr nicht darüber nach, was es wird, wenn es fertig ist? Warum denkt keiner größer als bis zu seiner Arbeit, die er zu erledigen hat, in dem Bereich, in dem er arbeitet? Also sei es jetzt Anwalt, Bürofrau, Putzfrau, was auch immer. Wieso denkt keiner über diese Grenzen seiner Arbeit hinaus, über das Große und Ganze? So, wie kann einfach all das, was auf diesem Planeten so unglaublich schief läuft, all diese falsche Denkerei, all dieses Verlangen nach Macht und Anerkennung, wie kann das einfach ignoriert werden von den Menschen, die einfach nur vor sich hin leben? Ich kann das beim besten Willen nicht begreifen, da muss doch was verändert werden. Und es wird nichts verändert, wenn nicht realisiert wird, was auf diesem Planeten passiert. Und irgendwie scheinen die Leute das nicht zu wollen oder so. Die verschließen ihre Augen einfach davor und leben ihr beschränktes Leben, ohne zu sehen, wie beschränkt es ist, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen. All das, was passiert, was man sehen muss. Allein wie unsere Welt funktioniert, man kann das doch nicht gleichzeitig sehen und einfach ignorieren. Wenn man sieht, welche ganzen Machtstrukturen einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, überhaupt, wirklich überhaupt keinen, nur den Sinn, uns einzuschränken, unser Sein einzuschränken, unser Leben einzuschränken, das, was wir sein könnten, zu beschränken. Wenn man das sieht, all diese Regeln, die eben einfach nur das bewirken, wirklich nichts anderes. Wie kann man denn da wegschauen? Ich begreife es beim besten Willen nicht und ich will, dass das aufhört. Und ich will das so unbedingt bewirken. Aber ich glaube, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn man den Menschen einfach das Wissen, was so richtig extrem ist, ja, die richtig heftige Scheiße, wenn man die denen vermittelt, dann glaube ich, dass das überhaupt kein Problem wird. Einfach so die Art, wie man zu denken hat und warum man so denkt, wie man denkt. Wenn man diese beiden Sachen eben weiß, durch Selbstanalyse und Analyse der Funktionsweise dieser Realität, dann kann man alles aus sich machen, ja. Aber das tut irgendwie keiner oder kaum einer, ja, es kann ja jeder. Aber es ist irgendwie alles die ganze Zeit nur jeden Tag das Gleiche, jeden Tag das Gleiche, jeden Tag das Gleiche. Wie willst du dich verbessern? Wie willst du größer werden im Kopf, wenn du jeden Tag das Gleiche machst? Wenn du jeden Tag das Gleiche vor Augen hast. Ein Mensch braucht für ein Leben, was erfüllt ist, was ihm wirklich einen eigenen Sinn bringt, Abwechslung. Und die findet er nicht in Schule. Die findet er nicht, höchstwahrscheinlich nicht im Studium. Und in keinem Job, in dem er nicht selbstständig ist. Da ist dann immer eine Person über ihm, die an ihm Geld verdient, obwohl er derjenige ist, der die Arbeit tut. Und all diese Funktionsweise, dass wir alle selbstständig leben könnten. Und das eben nur aus unserer Einstellung, aus unserer Denkeinstellung resultiert. Das ist alles, was vermittelt werden will und das möchte ich vermitteln und ich hoffe wirklich, dass die Menschen sich darauf einlassen
Und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, eben diese Denkweise, die eben Kreativität und Leben bringt und das Verständnis dieses Systems, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, das den Menschen zu vermitteln, dann guckt mal in die Beschreibung und dann wäre ich euch komplett dankbar, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. Und ich habe es jetzt so wirklich nochmal ganz kurz gefasst, weil ich auch wirklich nur für die, die es interessiert, weiterreden möchte. Und ja, deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, macht euch mal einen schönen Tag noch, gönnt euch und ich wünsche euch alles Liebe, ne? Ciao. Hat nicht funktioniert, mach ich kurz nochmal Feuer an. Ein Rauchküsschen für euch. Haut rein.